Oh, Regenwand, nein. Der Mats von Tenere on Tour. Und ich sehe, es geht im Motorblog. Yeah! Danke für die Rückmeldungen im TÜV-Forum, auf YouTube, Facebook, weiß ich gar nicht, ob es etwas gegeben hat. Auf jeden Fall Dankeschön. Bis auf zwei hier kritische Meldungen sind alle positiv gewesen. Das heisst, ich versuche das jetzt mal. Das zweite Dankeschön geht an Double X Rider. Wo mich in seinem letzten Motorblog erwähnt hat und Ringsinn gesetzt hat, Beschreibung aus dem Video. Ich habe gesagt, ich werde mich revanchieren. An dieser Stelle schaut in meine Beschreibung vom Video. Dort hat es links drin zu seinem Kanal, zu seiner Facebook-Seite. Hat sich jetzt ein neues Mikro gekauft, man versteht ihn endlich. Coole Sache. Schaut mal rein. Ich habe eigentlich gehofft, es bleibt ein Frühling. 3 Tage schön gewesen. Aber ihr seht jetzt gerade hier hinten, es regnet schon und der Schnee kommt wieder. Ich habe den heutigen Tag noch etwas ausgenutzt, bin in Glauberdär rauf, der ist wieder offen. Wir haben bis zum Wochenende, wenn es schneit. Glauberbielen ist offen bis Abzweigung Mürli-Alt Parkplatz, also der ist eine geniale und geile Fahrt von der Strecke, der ist offen. Bin ich gefahren, hat einen Aufhuren Spass gemacht. Sonstige Pässe hier im Tal, Brünig, schon oder so offen. Absolute Spassbremse, wenn wir dort raufgehen. Überall Gars, Lastwagen. Wobei die Strasse eigentlich geil wäre. Dann da hinten wird, ja genau, da hinten ist der Echerli-Pass. Der ist von der Talerin-Seite her auch wieder offen. Kurz nach der Passhöhe ist er gesperrt. Jo, so viel News zu der Pesta. Zentralschweiz, ich glaube, die Grossen sind alle noch zu. Müssen wir noch schauen. Ausser die Menge geht rein. Aber ja, nach dem Wochenende und dem Wetter angekündigt ist, sieht es nicht allzu rosig aus. Ich hoffe, es wird wieder Frühling. Dann gibt es auch mehr von mir. Bis dann. Ciao zusammen.